Hallo, liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit hier mit einem Sonderthema, nämlich im Neuen Deutschland habe ich hier gefunden Pussy Riot. Pussy Riot. Das heißt sozusagen Mösengewalt oder so. Die tobenden Vaginen oder die, ich weiß nicht was, wie man es nennen will, Prozessauftakt gegen Punkband in Moskau. Das sind mehrere junge Frauen, die mit Elektro-Gitarre und irgendwie Bass and Drums Musik auftreten und dazu mehr oder weniger Vokale, Geräusche singen, Stimmen brüllen, nennen wir es Hip-Hop-Gesang von sich geben. Und hier ist jetzt der Prozess in Moskau. Die haben Putin immer wieder kritisiert und angegriffen und haben Musikveranstaltungen benutzt, quasi politische Aussagen, Meinungsfreiheit zu praktizieren, was im Prinzip, hat das gar nichts mit Kunstfreiheit zu tun, sondern mit Meinungsfreiheit, was im Prinzip in einer kommunizierenden Gesellschaft erlaubt sein sollte. Es muss ja nicht jeder alles glauben, was irgendwelche Mädchenbands singen, aber immerhin haben die also für Aufruhr gesorgt und auch skandalöse Sachen gemacht, ähnlich wie Putin, quasi da, wo der in der Kirche aufgetreten ist und hat seine Präsidentschaftsziele promoted, da sind auch diese Pussy Riots aufgetreten. Und hier heißt es, unter großem Interesse der Öffentlichkeit hat in Moskau am Montag der Prozess gegen drei Mitglieder der feministischen Punkband Pussy Riot begonnen. Ministerpräsident Dmitri Medvedev rief trotz anhaltender internationaler Kritik zur Gelassenheit auf. In anderen Ländern müssten die Frauen mit deutlich höheren Strafen rechnen als in Russland, sagte er gegenüber der Zeitung The Times. Das habe ich gestern auch in der Tagesschau gesehen mit Medvedev, wie er das gesagt hat. Na gut, also den seit März inhaftierten Musikerinnen Jekaterina Samutjevic, 29 Jahre alt, Maria Aljochina, 24 Jahre alt und Nadeshda Tolokonikova, 22, wird Rauditum aus Motiven des religiösen Hasses vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu 7 Jahren Haft. Die Band der drei Frauen hatte bei einem spontanen Auftritt in der Moskauer Christi-Erlöser-Kirche am 21. Februar unter anderem den Satz Maria, Mutter Gottes, vertreibe Putin gesungen. Na, das kann man ja wohl von der Mutter Gottes erwarten eigentlich, aber nun, so ist es. Die Vorsitzende Richterin betonte bei der Verlesung der Anklageschrift, die im Internet übertragen wurde, die Musikerinnen hätten den Gläubigen tiefe geistige Wunden zugefügt und die Vorstellungen von der Gerechtigkeit ins Wanken gebracht. Der Protest habe sich nicht gegen Gläubige gerichtet, sondern gegen den Wahlaufruf des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill für Putin zur Präsidentenwahl am 4. März, erklärte dagegen die Angeklagte Samutjevic. Dieser sei eine klare Verletzung des Prinzips der Trennung von Kirche und Staat gewesen. Die Vorsitzende der Grünen, Claudia Roth, sprach wie russische Menschenrechtler von einem politischen Schauprozess. Märchenrechtler. Ich studiere Rechtswissenschaft, wirklich. Um oppositionelle Regungen im Land zu unterdrücken, der Bundestagsabgeordnete der Linken, Stefan Liebig, forderte ein umgehendes Prozessende. Alles andere wäre ein erneuter trauriger Beweis dafür, dass Russland weiter den Weg eines lupenreinen Polizeistaates geht. Vor dem Gerichtsgebäude riefen Unterstützer Freiheit für Pussy Riot. Seite 7. So, ich als Sprecher der Piraten sage, die Diskussion über Kunstfreiheit im Unterschied zu Wissenschaftsfreiheit, im Unterschied zu Pressefreiheit und zu Meinungsfreiheit wollen wir diskutieren, auch am Beispiel von Pussy Riot und dem Prozess. Denn der Prozess ist ja wirklich der Hammer, in dem da diesen Pussy Riot Sachen vorgeschrieben werden im Sinne von religiöser Frevelei, was also wirklich 60 Jahre von Lenin bis Stalin sozusagen selbstverständlich war, das soll denen jetzt für 7 Jahre Gefängnis dienen, das kann ja gar nicht wahr sein. Jedenfalls ist hier nochmal Pussy Riot abgebildet und dann geht es hier lügenhafte Anschuldigungen. Also,
ich finde das richtig, dass die Medien in Deutschland das beachten. Und hier herausgehoben ist es nun das neue Deutschland. Das finde ich dankenswert. Und Pussy Riot soll doch ruhig noch ein bisschen im Bikini auf LKW-Dächern singen. Im Hamburger Abendblatt habe ich Pussy Riot jetzt nicht gefunden und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung habe ich es auch nicht gefunden. Aber vielleicht habe ich ja nicht richtig geguckt. So, liebe Aufrufer, schönen Dank hier, Abonnenten, und dann Wiedersehen.